willkommen zu F1 2021 bei unserer Road to F1 22. Morgen ist es endlich soweit, wir werden es endlich zocken können. Dennoch blicken wir heute noch einmal auf die wunderschönen vergangenen 12 Monate mit diesem Game. Ich werde natürlich auch auf ein paar Bugs eingehen und ich habe mir gedacht, wir werden ein bisschen splitten. Und zwar werden wir natürlich nur mit einem Fahrer fahren können. Das wird in unserem Fall, also wir werden jetzt mal Imola fahren, weil es einfach eine bombastische Strecke ist und ich liebe sie. Und Portimao. So, deswegen werden wir diese beiden Strecken fahren und autotechnisch keinen Plan, obwohl Aston Martin natürlich das erste Mal in der Formel 1 ist. Wäre es natürlich cool, mit denen zu fahren oder auch Alpine. Na, ich muss eigentlich mit dem Newcomer, mit dem Back-Fahrer fahren. Und wir sehen uns gleich natürlich auf den beiden Strecken und dann reden wir auch ein bisschen. Los geht's. Ein herzliches Willkommen aus Imola, einer sehr coolen Strecke, die leider eine sehr traurige Geschichte natürlich hat. Aber trotzdem, ich meine, allein dass es das Comeback gefeiert hat und wirklich, eigentlich eine sehr verdammt coole Strecke. Sie ist viel kürzer sie fühlt sich viel kürzer an, als sie eigentlich ist. 4,9 Kilometer, 19 Kurven, also eigentlich eine XXL-Strecke. Nur durch diesen Highspeed glaubt man gar nicht, dass die Strecke so lang ist. Wo werden wir mit Fernando Alonso starten? Ich denke mal im hinteren Mittelfeld und es ist P5. Das ist okay, das ist sehr okay. Wir starten rein und werden direkt ein bisschen quatschen über Formel 1 2021. Meiner Meinung nach ist es ein bisschen ein Griff ins Klo gewesen, das Game. Wir starten hier, boah, sehr gewagt. Ja, das ist ein bisschen tricky, gerade beim... Achso, ich habe... Doch, passt. Hey, Alter, Bro. Die KI ist ein bisschen lost auf der Strecke, muss man sagen. Und das ist auch schon ein Punkt. Wir fangen direkt mal an zu quatschen. Bro! Hör doch mal auf! So, egal. Egal, wir haben hier ein bisschen am Boden verloren. Das wird mir auch Jeff gleich sagen. Ah, können wir da reinstecken? Ja. Nein, da kann ich nicht rein. Ich bin so ein Trottel, Mann. Ich bin so ein Idiot. Aber das ist... Sorry. Ja. Das... Egal. Wir werden schon ein bisschen noch nach vorne kommen. Wie gesagt, das ist auch schon mein erster Punkt, die Strecken. Ich finde es natürlich toll, dass man Saudi-Arabien und auch Imola als Deal, ich glaube auch Portimao, als DLC bekommen hat. Mein Problem natürlich bei der Strecke ist, oder bei den Strecken ist, dass die KI sehr unausgereift ist. Das war auch immer ein Problem, gerade in Imola und auch in Saudi-Arabien vor allem. Da ist die KI so unfassbar lost an manchen Stellen, blockiert dich. Und natürlich in einem Startcompris wird man mal blockiert, aber trotzdem, das Blockieren ist nicht gerade das, was ich mir so unter einer perfekten KI vorstelle. Zudem sie ja sowieso ein halbes Jahr die KI trainiert haben, hier gegen das Fahren. Boah, das war sehr spät gebremst. Und wie gesagt, das... Ach, ich Trottel. Mag ich ehrlich gesagt nicht. Ein Kritikpunkt, den ich persönlich noch immer noch finde, ist das unfassbar komische Handling. Also man muss sich wirklich schon eine Viertel, halbe Stunde, sagen wir so eine zwischen Viertel und halbe Stunde, sich spielen, um ein perfektes Setup oder nahezu perfektes Setup zu finden. Natürlich hat man sich mit der Zeit ans Handling gewöhnt. Es ist ein bisschen ein spezielleres Handling, was vielleicht auch reell getreu ist. Ich weiß natürlich nicht, wie sich ein Formel 1 Auto anfühlt. Kein Plan oder so. Aber auf jeden Fall, wir sind ja richtig mies unterwegs. Richtig mies. Ich bin eh nur auf 85 und selbst da komme ich der KI jetzt nicht richtig nach. Vor ein paar Tagen habe ich, wie heißt die Strecke? Frankreich gespielt. Frankreich, meine Lieben. Und Österreich. Also so an beiden Tagen, jeden Tag so ein anderes Game. Frankreich und Österreich. Was soll ich euch sagen? In Frankreich, gut, ist klar, ist ein riesen Asphalthaufen. In Le Castellet, man bekommt halt da mal Verwarnungen. Ist klar. Ich habe in Spielberg, bin ich von der KI in der ersten Kurve, vor der ersten Kurve abgedrängt worden und ins Gras gekommen. Konnte in der ersten Kurve nicht bremsen und hatte, sage und schreibe, nach der ersten Runde oder nach der ersten Kurve, vor der Kurve 2, hatte ich 18 Sekunden Strafen in einem Online-Modus. 18 Sekunden. Ja, das war okay. Sadala. Schade, dass das nicht fürs Podium gereicht hat. Aber immer mit Fernando, mit dem rechten Vorderreifen hier noch ein bisschen ins Gras gekommen. Aber ist okay, würde ich mal sagen. War eine okay Runde. Und dennoch, Portimao und auch Imola. Zwei sehr coole Strecken, die man nur noch Imola jetzt hat. Und wie gesagt, ich würde eine Sache noch ansprechen und das ist meiner Meinung nach der Online-Modus. Ich habe
Wirklich, also ich habe Stunden, jetzt gucken wir uns hier natürlich die Replay und so weiter, das kennen wir eben. Ich habe circa eine Spielzeit von, ich will nicht sagen, aber es sind safe 20 Stunden. Nein, nicht 20 Stunden, es sind glaube ich 30 Tage. So, 30 Tage kann man sich natürlich in Stunden umrechnen, mal 24. Egal, ich habe 30 Tage Spieldauer auf meiner Xbox und auch auf der One nochmal 5 Tage oder so, weil ich dann zu Weihnachten auf Series gewechselt habe. Und ich zocke auch täglich, jeden Tag mit meinem Bruder haben wir unsere Liga gegründet, also eine Zwei-Spieler-Karriere. Und da zocken wir auch sehr regelmäßig, probieren da auch manches aus, 50% drin, 25, 5 Runden rennen, streng und so weiter. Wir probieren halt ordentlich was aus. Und das Ding ist halt, dieser Online-Modus ist der größte Scheißdreck. Nein, sorry für die Wortwahl. Aber der Online-Modus ist so ein Dogshit, wirklich, der ist so unfassbar schlecht. Ja, wir haben, for real, wir zocken jeden Tag. Ich habe 50 Megabyte Leitung und Down und Upload 14 Megabyte oder so. Also eine Latenz ständig von einem Ping von maximal 10. Ich gehe in das Game rein, beide mit unseren WLAN, also mit dem gleichen WLAN, also mit dem 15 Download und 14 Upload. Ich gehe in das Internet rein mit meiner Konsole, mein Bruder auch. Das Game läuft nicht. Es laggt unnormal herum. Wirklich. Es laggt so übelst. Wir haben die ganze Zeit Internetfehler, obwohl unser Internet stabil ist. In Fortnite, ich meine, das ist jetzt ein blöder Vergleich, aber in Fortnite zum Beispiel ständig einen 9er Ping oder so. Auch in Rainbow. Durchgehend zwischen 10 und 15er Ping. Aber liegt natürlich auch, weil das Game ein bisschen älter ist. Auch in anderen Online-Games nie Probleme. Geht ja und. Also alles, was man sagt. Dann gehst du in das Formel 1 rein. Ich muss mich mit meinem Handy-Internet verbinden. Kostet sie so gut wie nichts. Dennoch, ich muss in die Einstellungen gehen, das Internet wechseln, dann in die Handy-Einstellungen gehen, um dann überhaupt das lagfrei und selbst dann ruckelt es ab und zu spielen können. Und das ist wirklich, das ist scheiße. Sorry Leute, aber ein Netcode, der so schlimm ist, wie in Formel 1 21, hatten wir schon lange nicht mehr. Im 20er, im 19er, sogar im 18er Formel 1 war das nicht so schlimm wie im 19er. Vielleicht hat ihr ein bisschen was besser gemacht in den Mode. Hier nochmal in Portimao, eine wunderschöne Strecke in den Algarven. War auch cool, dieser zusammengedeckselte Kalender von 2020. Schade, dass wir auch in den Formel 1 Games dann von nichts gemerkt haben. Wir haben natürlich den Standardkalender bekommen. Und ich möchte mir noch einmal die Startausstellung ansehen. Wie gesagt, wir werden später noch im Rennen, werde ich noch ein, zwei Sätze zum Netcode sagen, was mir so passiert ist alles. Die Aufstellung, die kann man auf jeden Fall lassen. Die ist toll, sieht echt gut aus und ist sehr schnittig auf jeden Fall. Wenn wir kommen, dreh ich ab. Wir starten von 5, perfekt. Nehmen Sie 6 WM-Titel nebeneinander. Oh yeah. Gut. Jetzt gehen mal die 5 roten Lichter aus hier in Portimao, das letzte Mal. Ich denke mal, dass es auch in einem Formel 1 Game drin ist. Nein, ich habe den Start verkackt, ich Idiot. Ich habe den Start verschissen, aber so stark. Nein, wir bleiben links. Wir haben eine Rechtskurve. So. Oh. Verstappen hat sich vertan. Hab ich ein Glück. Hab ich. Podium ist schon mal da. Das ist sehr toll. Und natürlich reden wir noch einmal kurz über den Online-Mode. Wenn man natürlich über das hinweg sieht, ist es eigentlich okayer Online-Modus, würde ich mal sagen. Ich meine, lagfrei ist es nicht, bugfrei auf jeden Fall nicht mit den Strafen, habe ich auch vorhin schon gesagt, dass man da ohne Grund gleich 10 Sekunden und so bekommt. Aber dennoch, ich meine, ich denke auf eine schöne Zeit zurück, mein Bruder und ich, wir haben da locker 10, 15 Tage nur im Online-Mode verbracht. Mein Team ist leider hier auf YouTube nicht viel gekommen. Ich habe nach einer Zeit die Interesse verloren in mein Team. Wir müssen uns wirklich ein cooles Team einfallen lassen. Vielleicht bockt auch der Supercar-Modus, also dieser neue Modus was. Ich bin sehr gespannt, sehr offen. Morgen werden wir auf jeden Fall mehr sehen. Ihr werdet vermutlich die ersten Videos erst am Mittwoch bekommen. Ich muss natürlich morgen auch mal ein bisschen was aufnehmen, ein bisschen mich ans Handling gewöhnen und dann bin ich sehr gespannt, wie das Ganze laufen wird. Was denkt ihr? Wird das Game besser? Wird es ein Big Win oder eher ein Big Lose? Schreibt es gerne in die Kommentare und jetzt gehen wir ins Rennen rein. Wir sind hier in Checo Perez dran, den wir hier
ordentlich angreifen. Und das Game ist halt, ich bin das Handling komplett gewohnt, deswegen fahre ich auch hier so stabil herum. Ich meine, stabil. Ja, okay, stabil herum. Oh mein Gott, ich bin schon wieder so spät auf der Bremse. Aber jetzt war's okay. Er hat hier. Jetzt hört er drauf, der kleine Go. Jetzt hält er drauf hier. Louis, I'm faster than you. Hopefully. So, rauf für den Berg. Ich sag gerade noch so, auf der Strecke dreht seine nicht weg und dann passiert genau, aber wirklich genau mir das. Das ist natürlich jetzt alles andere als schön, aber ich glaube, wow, die Strecke, hier kommst du so schön raus. Die bockt ordentlich, wirklich. Also, das ist wie eine Achterbahnfahrt. Für mich eine reale Achterbahnfahrt. Ich freue mich wirklich so abnormal auf Formel 1 22. Das soll hier auch ein Neustart sein auf unserem Kanal. Ich glaube, ich behaupte das eigentlich bei jedem Formel 1, aber ja, ihr kennt, glaube ich, auch das Handling vom 2021er. Das hat, ehrlich gesagt, auch nie gebockt. Das 20er war was komplett anderes. Man hatte viel mehr... Wo ist Paris? Warum ist der jetzt so abgeschlagen, der Junge? Aber Hamilton pusht hier wieder ordentlich. Natürlich... der WM-Fight an sich war spannender wie das Game, aber ja, es ist, ich finde, das einzige Positive, was ich aus dem Game oder auch aus diesen, natürlich der Spaß an sich, es gab auch nicht nur langweilige Zeiten im Game oder nicht nur wegdrehen, weil wenn du mal das Setup hattest und auch so ein bisschen drin warst, wir hatten viele coole Sachen auch hier, die erste Mal Team Season, war Bock, hat so Bock gemacht. Die zweite My Team Season konnten wir leider nie, konnte ich nie zu Ende fahren. Es war immer so viel dazwischen, auch TikTok, Insta. Schaut da auch gern vorbei. Aber ja, da war wirklich so viel Stress. Ich glaube, es wird nur für den zweiten Platz reichen. Das ist natürlich so ein Flashback. Wir haben natürlich Alonso 2007. Auch 10 war er nah dran. 12 zum Greifen nah. Ja, auch Hamilton 2016 so knapp. Und auch. Natürlich 2010 hat auch er noch die Hand am Pokal gehabt. Aber das lassen wir jetzt mal. Mein Fazit zum Game ist auf jeden Fall, es ist ein verdammt... es war halt wieder so eine neue Evolution. Es wurde von EA übernommen, wurde dann auch von Codemasters irgendwie noch gemanagt, aber schon im Namen von EA. Man hat dann einen neuen Flashback reingeworfen, die vor... Ah, nicht Flashback, eine neue Intro, die mit halt dieses dum 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 dum. War cool, hat Spaß gemacht, nur dann bist du ins Auto gestiegen. Mir ging's so, ich habe das erste Mal wirklich mit meinem Bruder online... Ich habe das erste Mal mit meinem Bruder online gezockt und wir sind in zwei Spielblöcke. Da haben wir gestartet, ganz easy going, wir wollten uns ins Handling gewöhnen, alles komplett. Bin aus der Box rausgefahren, for real. Fahr aus der Box raus, Schalte runter. Die erste Runde, ja, ich meine, du hast schon ein bisschen gemerkt, dass das Auto etwas unruhiger ist. Wirklich, start meine erste schnelle Runde. Es war noch ein Rennstrategieprogramm. Start die erste Runde. Berühre den Körper. Rechts. Wirklich, die erste Kurve, berühre rechts den Körper. Wuppack weg. Ich wusste von dem Moment, das kann spannend werden. Das kann spannend werden. Sehr spannend werden. Dann diese bergauf, diese Schlingel, wo Hamilton oft abgekürzt hat. Okay, kommt gut durch. Die Schlingelkurve sehr gut durch. Unten. Diese Haarnadelkurve. Also man hatte die rechts und dann kommt die Doppel-Links, bevor dann die zweite DS-Zone, dritte DS-Zone kommt. Fahr da rein, bist du raus. Und von dem Moment an wusste ich, es wird ziemlich tricky. Hab dann noch lang gebraucht, um das Setup-System zu verstehen. Ich glaube sicher einen Monat. Ich habe dann immer ein bisschen von online ein bisschen geguckt, was... Und habe dann wirklich gemerkt, für mich, wenn ich bei den Einstellungen reingehe, dann musst du... Also da kommt ja die Frontflügelansicht, da habe ich immer so drei, vier, also die habe ich auch immer so streckenspezifisch, 10, 11 zum Beispiel von Monaco. Dann die zweite Seite kommt, wo man vier Sachen einstellen kann. Nichts, da durftest du nichts ändern, das Auto wurde so schwafelig, also so ganz leichtes Heck und so, ich hasse es. Dann dritte Seite kommen die ganzen, also diese sechs Sachen, da habe ich immer... eigentlich auch nie was umgestellt, außer auch auf ein paar Strecken. Also Startkomprise ist eigentlich egal, das Setup her. Da merkst du es nicht. Aber gerade auf so schnellen Highspeed-Strecken, da wird schlimm. Dann nächste Seite ist dann das Bremsen. 153 bis 154, 53, 52 bin ich eigentlich immer gefahren. Auch immer gut durchgekommen. Manchmal 156, aber
Und letzte Seite Reifendruck ist auch egal. Also da habe ich immer vorne zwei weggelassen und hinten auch zwei weggelassen. Trotzdem, einfach, wenn du das Setup-System verstanden hast, finde ich, das war es echt ein cooles Spiel. Fazit von dem Ganzen, dass ich nicht noch länger quatsche und das Video noch länger dauert. Es war eine tolle Season. Es war eine schöne Zeit, gerade dass ich auch mit meinem Bruder und so weiter hier richtig was an Zeit gefahren bin. Wir sind 35 Tage gefahren, nein 33, sorry, nicht, dass ich hier irgendwie was aufpushen will, 33 Tage gefahren, natürlich auch ein bisschen mein Team für euch hier, bisschen Formel 2, ordentlich Formel 2, die Megaseason sind wir hier gestartet, die wird natürlich auch, by the way, am Wochenende weitergehen in Silverstone mit dem neuen Formel 1 Game und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, abonniert den Channel gern, morgen wird vermutlich nichts kommen, vielleicht ein First Look, aber ich will nichts versprechen und am Mittwoch dann werden die ersten Videos hier kommen, wir werden in die Karriere starten, in mein Team, wir werden uns alles mal angucken, vielleicht auch ein Stream, ich bin noch nicht sicher, aber ihr werdet schon im Video eingeblendet sehen. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Danke auch für die komplette Unterstützung der Formel 1 21 Season. Wir hatten auch viele Videos. Es waren nicht nur so 5 oder 10, es waren schon sicher an die 50. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis morgen auf TikTok oder später hier. Oder auch später auf TikTok oder dann am Mittwoch eben, wenn wir die neue Season starten. Bis dahin, bestellt